Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks in Games of War. Heute geht es um das Wochenevent Versteckte Schätze, was aktuell stattfindet. In diesem Video zeige ich euch mein Team, mit dem ich das Event spiele, und ich erkläre wie immer anhand meines letzten Siegels, was ich übrig habe, wie das Team genau gespielt wird. Als Tipp am Anfang, schaut bei euren Gilden in die Belohnungen nach, denn da bekommt ihr diese Woche die Kristalltoken. Und ihr wisst, aus 3 Kristalltoken bekommt ihr ein Kristallabzeichen und aus 3 Abzeichen bekommt ihr einen Orden. Und diese Abzeichen und Orden erleichtern euch die Kämpfe sehr. Wie gesagt, ein Siegel habe ich noch übrig und das werde ich jetzt gegen die Nachtschabracke spielen. Eigentlich müsste ich von den Punkten her gegen Sykorax spielen, weil der mehr Punkte bringt als die Nachtschabracke. Deswegen greift die Gegner in folgender Reihenfolge an. Habt ihr die gehörnte Hexe, dann greift ihr die gehörnte Hexe als erstes an. Habt ihr dann, wie ich jetzt zum Beispiel Sykorax hier, als zweites, greift ihr ihn an, wenn keine gehörnte Hexe da ist. Ist er auch nicht vorhanden, dann greift man die Nachtschabracke an, weil sie die drittmeisten Punkte in dem Event bringt. Die Schwester Ebenholz, die ihr hier auch seht, bringt dann die viertmeisten Punkte. Der Seuchenmeister bringt halt noch weniger Punkte als die Schwester Ebenholz. Und ganz unten in der Punkteliste steht der Gegner, und zwar die Hexe. Sie bringt am wenigsten Punkte. Wie gesagt, ein Siegel habe ich noch übrig und das spiele ich jetzt gegen die Nachtschabracke mit folgendem Team. Und hier ist es. Als Banner habe ich das zerrissene Banner aus dem ursprünglichen Riss, weil wir vor allen Dingen lila brauchen, weil ihr seht, alle Einheiten haben lila und grün, damit unsere Nachtspinne voll wird. Wir haben kein Rot im Team. Als Klasse habe ich den Seeräuber. Den Seeräuber habe ich nur deswegen als Klasse, damit unser Held automatisch auch ein Schurke wird. Damit sind alle Einheiten in diesem Team Schurken. Und mein Team besteht aus folgenden Einheiten. Auf Position 1 habe ich, wie schon erwähnt, die Nachtspinne. Die Nachtspinne erschafft 3 blaue und 3 lilane Edelsteine, verstärkt durch verbündete Schurken. Deswegen müssen so viele Schurken im Team sein, wie nur geht. An Position 2 habe ich meinen Helden. Und zwar hat er die schwarze Handschellen. Das heißt, er fügt allen Feinden 42 Schaden zu und es besteht eine Chance von 20%, einen zufälligen Feind zu verschlingen. Position 3 habe ich Atlanta. Sie fügt allen Feinden 41 Schaden zu. Und an der letzten Position habe ich den Schattenjäger. Der Schattenjäger fügt dem stärksten Feind 43 Schaden zu, verstärkt durch das Leben aller Feinde. Diese Einheit ist vor allen Dingen am Anfang des Kampfes sehr wertvoll, wenn alle Gegner quasi noch volles Leben haben, weil er dann richtig schön Schaden macht. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Und wie genau das Team funktioniert, zeige ich euch jetzt. Am Anfang schaue ich immer, gibt es irgendwas zum Schädeln? Wenn nicht, versuche ich die erste Einheit mit lila oder grün aufzuladen. Ist sie voll, die Nachtspinne, zünde ich sie einmal. Jetzt sind alle anderen Einheiten voll. Schädel, wie gesagt, immer mitnehmen. Jetzt haben wir hier noch die 4er-Kombos, die müssen wir rausnehmen. Ansonsten, wenn keine 4er-Kombo mehr da ist, zünden wir einmal unten den Schattenjäger. Und schön ist der erste Gegner weg. 4er-Kombo wieder mitnehmen. Dann zünde ich nochmal die Nachtspinne. Und jetzt ist der Schattenjäger wieder aufgeladen. Dann zünde ich ihn noch einmal. Schon ist der nächste Gegner weg. Und jetzt spiele ich die anderen 2 Einheiten. Atlanta und unseren Helden. Und wenn die alle wieder leer sind, zünde ich wieder einmal unsere Nachtspinne und lade wieder alle Einheiten wieder auf. Schädel mitnehmen. Laden wir nochmal alle auf. Das Team ist zwar nicht das schnellste, aber es ist sehr sicher zu spielen. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Und allgemein, wenn ihr Videos zu Games of War sehen wollt, könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Games of War gibt.
Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch demnächst hier auf diesem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.